Der indische Premierminister Narendra Modi schlug bei der UN-Vollversammlung am 27. September 2014 vor, einen internationalen Yogatag einzuführen. Es ist mir eine große Freude, den Premierminister der Republik Indien zu begrüßen, seine Exzellenz Narendra Modi. Heute möchte ich Sie auf ein anderes Thema aufmerksam machen. Wenn wir über Klimawandel sprechen, über ganzheitliche Medizin, über den Einklang mit der Natur und über die Reduzierung auf das Wesentliche, dann möchte ich etwas zu diesem besonderen Thema sagen. Yoga ist ein altes, an uns überliefertes Geschenk von unschätzbarem Wert. Yoga symbolisiert das Gleichgewicht zwischen Körper und Geist, Gedanke und Handlung, Verwirklichung und Selbstkontrolle und die Einheit von Mensch und Natur. Es bietet eine umfassende Sicht auf Gesundheit und Wohlbefinden. Yoga ist nicht nur körperliche Betätigung, sondern auch ein Weg zum Einklang mit sich selbst, mit der Welt und mit der Natur. Yoga unterstützt die Änderung zu einer bewussten Lebensweise und bestärkt uns so in unserem Kampf gegen den Klimawandel. Um weiter diese Richtung verfolgen zu können, bitte ich um die Einführung eines internationalen Yoga-Tags. Die Ursprünge des Yoga liegen vor 5000 Jahren in der Indus-Sarasvati-Kultur. Archäologen entdeckten Schnitzereien, Siegel und Artefakte, die typische Yoga-Übungen, Haltungen und Grüße darstellten, wie sie auch in den späteren Abbildungen von Pashupati, Rudra und dem Gott Shiva zu sehen sind. Das Wort Yoga kommt aus dem Sanskrit. Der Begriff verbreitete sich im allgemeinen Sprachgebrauch während des vedischen Zeitalters, etwa 1000 vor Christus. Die Wurzel des Wortes ist Yuj und bedeutet sich verbinden, sich vereinen, sich ausrichten oder sich halten. Yoga war schon damals in Indien weit verbreitet und tauchte schließlich in den vedischen Schriften auf, besonders in den Upanishaden und den Lehren des Buddhismus und des Jain. Laut der Upanishaden gibt es 4 verschiedene Yoga-Praktiken. Mantra, die Wiederholung heiliger Laute. Laya, die andächtige Verbindung zu einem höheren Wesen. Hatha, die Kanalisierung der Lebensenergien. Und Raja-Yoga, das später als Dhyan oder Ashtanga-Yoga bekannt wurde. Im 2. Jahrhundert vor Christus kodifizierte Patanjali die Lehren des Yoga in Schriften, die als die Yoga-Sutras des Patanjali bekannt wurden. Atha Yoga-Nushasanam. Om, jetzt wird Yoga genau erklärt. Yoga bedeutet, den Geist zur Ruhe zu bringen, sodass der Seher das wahre und ursprüngliche Selbst sehen kann. Laut Patanjali ist das Ziel von Yoga, die Verbindung mit der Außenwelt zu überwinden und dadurch das innere, wahre Bewusstsein zu erkennen. Die Taittiriya Upanishad besagt, dass der Mensch aus 5 Schichten besteht, den 5 Koshas, die im Einklang miteinander sind. Wenn die Koshas aus dem Gleichgewicht geraten, führt das zu Disharmonie, Krankheit und Leid. Wenn sie aber durch Yoga zusammengebracht werden, führt das zu perfekter Gesundheit, einem meditativen Geist und reiner Glückseligkeit. Um die Koshas aufeinander abzustimmen und wieder Harmonie herzustellen, verschrieb Patanjali den Yogis das Ashtanga-System, auch bekannt als der 8-gliedrige Pfad. Im Laufe Indiens langer Geschichte gehörte Yoga stets zum Alltagsleben dazu. Die meisten Religionen und Philosophien benutzten Yoga-Praktiken in ihren Methoden und Ritualen. Im Mittelalter gab es 2 große Lehrer, die Yoga in der Praxis wiederbelebten. Im 8. Jahrhundert brachte Adi Shankara die Upanishaden und Yoga wieder ins allgemeine Bewusstsein. Ungefähr zur gleichen Zeit sorgte Gorakshanath von der Nath Sampradaya-Linie für die Wiedergeburt des Hatha-Yoga.
Viele indische Lehrer machten seit den 1890er Jahren Yoga auf der ganzen Welt populär. Swami Vivekananda zum Beispiel verbreitete 1893 Vedanta und Raja Yoga und Swami Yogananda machte 1920 die Welt mit Kriya und Kundalini Yoga bekannt. Große Lehrer wie Swami Shivananda, Swami Rama, Swami Satchitananda, Swami Kuvalayananda, Sri Yogendraji und andere bedeutende Yogis verbreiten weltweit auch die tieferen Aspekte des Yoga. Einer der einflussreichsten Yoga-Lehrer des 20. Jahrhunderts war Sri Krishnamacharya. Seine Schüler B.K.S. Iyengar, K. Pattibha Joyce und sein Sohn Desikacharya wurden drei der führenden Vertreter des Yoga und trugen maßgeblich dazu bei, die Lehren weltweit zu verbreiten. Yoga hat sich heute über diese ersten Vorreiter weit hinaus entwickelt. Lehrer wie Sri Sri Ravi Shankar, Pooja Swamiji, Baba Ramdev, Swami Niranjan und Sadhguru Jaggi Vasudev halten die Flamme des klassischen Yoga weltweit am Brennen. Die Vorteile des Yoga werden inzwischen auch von der Wissenschaft und Schulmedizin anerkannt. In Indien sind die Heilkräfte des Yoga schon seit tausenden Jahren bekannt. Yoga zusammen mit Ayurveda ist in der indischen Medizin ausschlaggebend bei der Krankheitsprävention, der Förderung eines höheren Bewusstseins und bei der Behandlung des Wohlbefindens, wodurch der Praktizierende persönliche Freiheit erlangt. Yoga-Praxis führt zu persönlichem Gleichgewicht, Wohlbefinden, Glück und der Freiheit, sein Leben voll zu genießen. Da sich weltweit immer mehr Menschen dem Yoga zuwenden, erleben wir möglicherweise bald den Anfang eines globalen Bewusstseinswandels und damit den ersten Schritt in eine ausgeglichene und harmonische Welt. Durch die Yoga-Praxis werden wir zu bewussteren Verbrauchern und zu allgemein besseren Menschen mit einem verstärkten Umweltbewusstsein und guten Führungsqualitäten. Das ist die Macht von Yoga. Für die Welt kann das nur Gutes bedeuten. Am 11. Dezember 2014 erklärten die Vereinten Nationen den 21. Juni zum Internationalen Yoga-Tag. 177 Nationen unterstützen die Resolution. Ein Rekord in der Geschichte der UN.